scharf auch? Ja, die ist drüben. Für alle, die etwas älter sind, ein Mikrofon aus meiner Jugendzeit. So, liebe Erbacherinnen, liebe Erbacher, liebe Michelstädterinnen und Michelstädter, liebe Odenwälderinnen und Odenwälder, liebe Gäste aus nah und fern. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem Akt von wahrhaft historischem Ausmaß. Gleich wird ein leibhaftiger Michelstädter Bürgermeister den Bieranstich zur Wiesenmarktzeit auf dem historischen Marktplatz zu Erbach vollziehen. Ich kann nur hoffen, dass er nicht wieder meinen Krug zerdeppert und den Daumen beschädigt. Ja, sicherlich ein etwas ungewöhnlicher Akt, aber wir adeln damit auch einen Sohn unserer Stadt. Denn wie die meisten von Ihnen vielleicht wissen, Stefan Kelbert ist nicht nur hier im Krankenhaus geboren, sondern auch sein Elternhaus steht hier in Erbach. Und ich habe zur Sicherheit noch mal einen DNA-Test machen lassen. Aber auch der DNA-Test bestätigt, er ist einer von uns. Und die Tatsache, dass ein Erbacher 12 Jahre Bürgermeister in Michelstadt sein kann, zeigt und bestätigt, wie eng verbunden unsere beiden Städte sind. Also nicht nur baulich, sondern in Wahrheit doch auch im Herzen. Wie heißt der schöne Spruch? Was sich liebt, das neckt sich. Also wenn ich die ganzen Sprüche, die ich in den letzten 3 Jahren zwischen Erbach und Michelstädtern gehört habe, wenn dieser Spruch, was sich liebt, das neckt sich, auch für unsere Bürgerinnen und Bürger der beiden Städte gilt, dann steht die Hochzeit unmittelbar bevor. So, bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede bei diesem Thema, übergebe ich gleich an Stefan Kelbert. Vorher noch ein Wort zur Auswahl des Bieres. Also es war natürlich klar, wir können weder ein Erbacher Bier noch ein Michelstädter Bier hier nehmen. Und insofern haben wir uns ziemlich schnell verständigt auf das wunderbare Wasser aus dem schönen Mossautal. Ja, ich glaube, dieses Bier mundet odenwaldweit und trägt so auch zur Völkerverständigung, zur bierseligen Völkerverständigung zwischen unseren Tälern und Höhen hier im Odenwald bei. Also, ich übergebe jetzt an unseren Erbacher und amtierenden Michelstädter Bürgermeister Stefan Kelbert. Ja, wunderschön. Guten Abend zusammen, lieber Peter. Ich darf mich bedanken für die große Geste, dass ich heute diesen Bieranstich machen darf. Ich darf die Grüße der größten Stadt im Odenwald an die Kreisstadt des Odenwaldes überbringen. Und kann sagen, dass ich einigermaßen ergriffen bin. Das stimmt. Ich hätte es mir natürlich lieber gewünscht, dass wir alle zusammen jetzt im Festzelt beim richtigen Erbacher Wiesenmarkt 2021 sind
und das größte Volksfest des Odenwaldes und darüber hinaus feiern können. Aber das ist dieses Jahr zum zweiten Mal hintereinander nicht möglich. Aber wenn man das Bild hier auf dem Marktplatz sieht, kann man sagen, es ist wunderbar gelungen, was ihr hier auf die Beine, hygienekonform, es geht ein schönes Lüftchen hier durch, auf die Beine gestellt habt. Glückwunsch und Gratulation an alle, die das hier auf die Beine gestellt haben. Applaus vielleicht, kommt nachher bestimmt von, Entschuldigung, von Kollegen auch. Es ist eine schöne Geste. Der Peter hat mich vor ein paar Wochen schon angerufen, ist so lange ist gar nicht her, und er hat, also jetzt Karlauer ich mal, hat gesagt, er sagt immer, mein Lieblingsbürgermeister, und es ist auch so und spricht für unser Verhältnis, das wir haben. Vielen Dank, dass du diesen Baum in Michelstadt gefällt hast, dass jetzt mal du in den Schlagzeilen bist und nicht ich. Und als Dankeschön wäre es doch eine wunderbare Idee, wenn du hier den Bieranstich machst. So ungefähr können wir das historisch übermitteln. Und ich habe natürlich gesagt, gern. Er hat es gesagt, ich komme aus Erbach. Und es ist so, ich bin, glaube ich, seit Jahrzehnten der einzige Bürgermeister, der die DNA des Wiesenmarktes tatsächlich von Kindesbeinen verinnerlicht hat, der, keine Ahnung, als Kind mit dem Fahrrad um die Schaubuden gefahren ist, wenn die Ersten gekommen sind und aufgebaut haben, der die schweren Jungs vom Autoscooter bewundert hat mit ihren Dauerchips, mit denen sie diese Autoscooters immer hin und her rangiert haben, der, keine Ahnung, beim Eddie auf dem Tisch gestanden war, als die Shirley, als die erste schwarze Sängerin unseres Lebens, irgendwie die Welt für uns verändert hat und vieles mehr. Also einfach ganz tolle Erinnerungen, und deswegen ist es auch für mich nach 12 Jahren Michelstadt immer noch das besondere und einzigartige Fest, das wir natürlich im nächsten Jahr hoffentlich alle wieder zusammen feiern. Und dass ich das jetzt hier nochmal machen darf, ist sehr, sehr nett. Und wenn man die Schaubuden hier auch sieht, kann man ja eins sagen, es gibt nur noch ganz wenige Sachen, die sich in den letzten 50, 60 Jahren irgendwie nicht verändert haben. Und diese Volksfeste, wie wir sie lieben und wie der Wiesenmarkt eben einer auch ein ganz besonderes ist, das ist irgendwo einzigartig in dieser Welt, wo sich alles permanent verändert. Und keine Ahnung, das Entenheben, die Losbuden und alles, was dazugehört, das haben unsere Eltern und Großeltern genauso auch erlebt. Und das hat was ungeheuer Verbindendes. Und wir brauchen im Moment eher die verbindenden Sachen als die Sachen, die uns spalten. Das ist bestimmt so. Und wir haben es eigentlich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. In den letzten 3 Jahren bist du jetzt schon Bürgermeister. Und es ist immer wichtig, dass ich auch Bürgermeister gut verstehen, und das hoffen wir natürlich, dass es in Zukunft auch so sein wird. Ohne Erbach und Michelstadt gemeinsam kann der Odenwald nicht wirklich nach vorne gezogen werden. Und das haben wir immer so begriffen. Wir sagen immer, das gemeinsame Zentrum Erbach und Michelstadt, und das wollen wir heute auch, denke ich, mit diesem gemeinsamen Bieranstich so dokumentieren. Der Bieranstich, also ich bin auf alle Manipulationen gefasst, kann man ja auch klar sagen. Irgendeine kleine Gemeinheit könnte noch eingebaut sein, aber der Heckmann von Schmucker sagt, es kann eigentlich nichts passieren. Und ich sage einfach Dankeschön und freue mich drauf, dass ihr jetzt hier schön feiern könnt und dass wir Erbacher, Michelstädter, Stockheimer, die da sind, also auch aus dem Grenzland, sehe ich viele bekannte Gesichter, dass wir hier so wieder gemeinsam zusammen sein können und uns in die Augen schauen können und feiern können. Das ist was ganz Wunderbares. Viel, viel Spaß diese Woche mit ein bisschen Melancholie und mit einer großen Vorfreude auf das nächste Jahr. Viel Vergnügen hier auf dem, wie nennt ihr das Fest eigentlich? Erbacher Sommer. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für euch. So, jetzt kommt die technische Herausforderung. Wir beide sind Linkshänder. Ich würde sagen, Stefan, du musst schlagen, also gehst du hier rüber. Ich halte den, Achtung, das ist Ton, das ist nicht Kotziol, unzerbrechbares Glas. Ja? Ist hier für uns sicher.
Genau. Erstmal reinschlagen und dann die Runde aufmachen. Gut. So, das hat ja überraschenderweise doch ganz gut geklappt, wenn ein Mittelstädter mehr macht, wenn man den Bieranstieg macht. Also, die Profis von Schmucker sagen, es ist frisches Kellerbier. Ja, also naturtrüb, also nicht irgendwas, was weg musste, sondern was extra frisch für uns gemacht wurde. Also, ich wollte, während hier Bier gezapft wird, nochmal die Gelegenheit nutzen, mich bei allen, die diese wunderbaren Tage hier Erbacher Sommer möglich gemacht haben, herzlich zu bedanken. Das sind natürlich zum einen die Händler und Schausteller. Also die hier sind heute stehen, stellvertretend für die ganz vielen, die sich einfach freuen auf 2022, wenn es wieder heißen wird, es ist Wiesenmain. Das gebe ich schriftlich dieses Jahr. 22 haben wir einen Wiesenmain. So, dann sind natürlich unter denen, die das hier möglich gemacht haben, unser Marktmeister und ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, die in den letzten Wochen mit hohem Engagement sich eingesetzt haben. Man glaubt ja immer gar nicht, was alles notwendig ist, um so ein Fest zu organisieren. Und da sind drittens Sie alle. Wenn Sie nicht da wären, wäre das hier eine leere Kulisse. Insofern ganz herzlichen Dank auch an euch alle fürs Kommen, für eure Unterstützung. Und in den nächsten Tagen, wenn ihr hier unterwegs seid, gerne hier auf dem Marktplatz. Denkt auch ein bisschen an die Gastronomie in unserer Stadt. Denkt an das Reiterfest, was noch bis einschließlich Montag oben stattfindet. War mit meiner Frau vorhin mal oben. Tolle Geschichte, auch die sind wert, dass wir sie besuchen. So, und zuletzt, wie immer, ohne Sponsoren geht nichts. Hier kommt der Werbeblock. Vielen Dank an Schmucker Brauerei, Enteka, Sparkasse, Radeberger Gruppe, Gewerbeverein Erbach und die Volksbank. Vielen Dank an alle. Habt viel Spaß. So, jetzt und...